kann Stimmen verstehen, die sagen, das deutsche Volk hat es nicht verdient zu leben. Latexnutzstück. Wow, was ist denn heute für ein toller Tag? Heute ist Freitag. Leute, wisst ihr eigentlich zu schätzen, was wir hier für euch opfern, ja? Tino hat heute Geburtstag. True. Und sitzt hier, ja, als erste Amtshandlung am Tag erstmal schön hier auf dem Sofa sitzen und für die Zuhörer hier einen Podcast aus der Rippe leiern. True, ich werde 28, also für euch, vorgestern bin ich 28 geworden. Hm. Ich nähere mich den 30 in ganz großen Schritten und es fühlt sich noch gut an. Ich bin gespannt, wie ich mich mit 30 fühle. Ach, es wird sich immer gut anfühlen. Also es muss von hier kommen. Es ist ärgerlich, dass ich nicht feiern kann tatsächlich, weil ich wollte ja eine Party schmeißen mit vielen Leuten auf einer Liveband. Aber Carola hat gesagt, hier, ich muss die Zahlen ein bisschen ranziehen. Das ist die Freundin von Olaf Schubert. Genau, die ist das. Mhm. Und die jetzt als Virus derzeit durch die Welt tourt. Und er hat gesagt, nee, Tino, die Zahlen sind sehr hoch, mach mal nicht. Ich müsste quasi 2 oder 3G-Party machen und es beim Amt anmelden, dann dürfte ich. Aber ich, Held, habe gesagt, nö, ich mach das nicht. Ich will keinen gefährden, ich will auch nicht krank werden, schon wieder. Und ich will auch keinen Carola bekommen, deswegen keine Party, dafür Podcast heute. Ja, du hast ja eh so ein Immunsystem wie so ein hier Ding einfügen, was kein Immunsystem hat. Es schwankt. Ich war jetzt echt von Januar, weiß ich nicht, bis September so gut wie gar nicht krank. Auf einmal irgendwie 3-mal nacheinander so Nerv eingeklemmt, 2 Erkältungen, alles kacke. Aber jetzt bin ich wieder... Aber dafür läufst du auch so lustig. Ich hatte es im Podcast schon gesagt, ich glaube nämlich nicht. Das hast du mir privat gesagt, glaube ich. Weiß ich nicht, aber ich musste also ganz komisch laufen. Irgendwie, so, die Arme mitschwenken. Damit der Nerv wieder ausgeklemmt wird langsam. Und es hat funktioniert offensichtlich, aber es sah doof aus. Also ich glaube, dein Arzt hat dich da geprankt. Der sagt immer seinen ganzen Patienten, ja, laufen Sie mal so oder machen Sie mal einen Hitlergruß beim Laufen. So. Und dann lacht er, wenn die dann so aus der Praxis gehen. Leon, Mascher abonnieren. Ich war bei 2 Ärztinnen, ich war bei einer Frau und bei einem Mann. Und die Frau sagte, laufen Sie mal so lustig rum. Auch ihre Worte, lustig spazieren gehen, ungefähr so. Also die Arme so nach vorn heben. Und der Mann hat mich einfach gepackt, rumgerenkt ein paar Mal. So, Krause tragen eine Woche, da geht's wieder. Hm, das siehst du mal wieder, diese Geschlechterrollen. Es ist echt verschieden, ob wie die Ärztars agieren. Ja. Aber genug zu meiner Krankheit, mein Krankheitsbild. Ja, mehr zu deinem Geburtstag. Hallo, ich muss das nochmal betonen, wie schön das ist, dass du hier heute sitzt. Oh, ja? Danke, ich fühle mich geehrt. Ich habe auch von dir Gummibärchen bekommen. Ich sage nicht, welche Marke, sonst müssen wir ja alle Marken nennen. Ja, wir sind ja gar nicht, es gibt nämlich ganz viele Marken. Nee, also keine Ahnung, ich finde die tatsächlich gut, die, ja, aber alles andere von dieser Firma finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Ja, die sauren mag ich nicht so gerne. Ich bin nicht kein Fan von sauren Gummibärchen. Oh. Ich mag so die Schlümpfe mag ich sehr gerne zum Beispiel. Jetzt hast du da was genannt, toll. Auch nur gibt es auch von anderen bestimmt. Aber so bestimmt. Vegetarisch reicht aus. Also sind nicht vegan, aber das Ding ist, ich kaufe nichts Vegetarisches, aber wenn ich es geschenkt bekomme, esse ich es. Hm, okay. Ich werde jetzt keinen Joghurt kaufen, aber es schmeckt. Ich war halt echt entsetzt, ja, weil ich dachte immer so, es ist vegan und ich nenne es jetzt einfach mal. Katjes zum Beispiel ist ja ab diesem Jahr auch klimaneutral, was ich super finde. Aber ich dachte, die sind alle immer vegan, weil, hey, was soll denn da drin sein? Aber da ist tatsächlich so Ei, Milchscheiß drin. Ei ist immer mein erster Reflex. Aber nein, Milch, Eiweiß, das war's. Da ist Ei in den Gummibärchen drin. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja. Dennoch ist das nicht die Meldung der Woche. Nicht ganz. Es gibt nämlich noch viele andere Meldungen und die werden wir hier behandeln. Wir sind nämlich Brennpunkt Internet. Wir sind Tinko und Rinko. Wir sagen so, was los ist. Und was los war. Es ist eigentlich nur Tinos Geburtstag los. Mehr ist einfach. Findest du es nicht komisch, dass Menschen anrufen? Ich wurde heute Morgen angerufen von 2 Leuten anrufen. Zum Geburtstag. Mich rufen Leute an, aber heute Morgen vor 10 2 Anrufe schon gehabt. Das ist ja noch schlimmer. Ja. Haben die denn keinen Anstand? Nicht. War das Familie oder war das Menschen? Es waren Menschen. Leute. Meine Familie hat die Eierstöcke in der Hose, mir zu schreiben, weil die wissen, ich bin morgens krummelig, an meinem Geburtstag will ich eh meine Ruhe haben. Ja. Und da ruft mich 2 Leute an. Ja, irgendwie so Kollegen vom Film damals. Alles gut, hab gelesen, du Geburtstag hast, so schön, was machst du so? Und ich dachte, Alter, ich will schlafen, danke. Falls du zuhörst, ich habe mich sehr gefreut, aber bitte nächstes Jahr nach 12 anrufen. War das der Grund, warum du Schlafprobleme hattest, von denen du mir berichtet hast? Nee, ich konnte einfach nicht einschlafen gestern. Ich konnte nicht richtig schlafen, es wollten mir so viele Leute zum Geburtstag gratulieren. Nee, ich mache mein Handy immer aus an meinem Geburtstag und mach's auch stumm und konnte einfach nicht einschlafen. Ich war dann so auch vor 12 im Bett so
und konnte aber nicht einpennen einfach. Es waren einfach Schlafprobleme. Die man so hat mit 28. Ja. Die sind mit einem Schlag eingetreten quasi. Das Geile ist halt bei mir, ich fühle mich super. Punkt. Nee, also gut. Das Ding ist ja, dass ich so Anfang der Mitte von 20 hatte ich ja so ein hartes gesundheitliches Tief. Ja. Und wenn das dann immer weiter nach hoch geht, weißt du, je älter du wirst, ist halt geil. So, ja. Weißt du, fühlst dich immer besser, je älter du wirst. Und auch jetzt gerade, also weil ich jetzt letzten Winter das erste Mal durchgeskatet bin, bin ich sehr fest von überzeugt, geht es mir jetzt körperlich besser, weil das Jahr davor, da war ich dann, das war Alicante, genau, nach einem Winter, in dem ich nicht gefahren bin, quasi die ganze Zeit nur rumgehockt, so, weißt du, wie das halt so ist, es ist kalt draußen, dann nach Alicante in den Süden. Und dann gefahren und direkt, mein Rücken, ich kann nicht. Und habe ja dieses Video da gemacht. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass ich mich bewege wie irgendjemand, der sich nicht bewegen kann. Ich glaube, ich mache heute einfach jeden Vergleich genauso. Und jetzt geht's halt viel besser. Ja, meistens, wenn du nichts machst, wirst du krank. Wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, auf Hochtouren arbeiten muss, bin ich immer gesund. Habe ich dann mal so 3 Tage frei, werde ich krank auf einmal. Oder im Urlaub werde ich krank. Aber, Tino, nicht für die Arbeit kaputt machen. Oder Nein. krank machen, was uns zum ersten Thema bringt, nämlich das letzte, was ich jetzt so rausgesucht habe. Ich gucke nämlich gerne mal bei Uplifting News auf Reddit vorbei, was es da so gab. Und da gab es mit großem Abstand, also doppelt so viele Upvotes wie das zweite, gab es diese Woche die Nachricht, in Portugal ist es jetzt illegal, dass der Boss oder dein Chef, ich übersetze das mal ganz schnell, dein Chef dir schreibt, nachdem du keine Arbeit mehr hast. Also er darf dir nur noch in deiner Arbeitszeit schreiben. Ah, also wenn du irgendwie Feierabend hast oder du hast freie Urlaub. Ja, und dann heißt es, hier ist spontane Schicht frei geworden, weil da ist jemand krank, du musst jetzt. Ein Scheiß muss ich. Du darfst du nicht mehr schreiben. Ja, also ich kenne das von meiner Arbeit so, dass man irgendwie, dass der Urlaub gecancelt werden darf, bevor du ihn antrittst. Das heißt, wenn du Urlaub hast, also angemeldet hast und du fährst in 3 Tagen, aber irgendwie werden 2 von deinen KollegInnen krank, dann darf dein Chef den Urlaub verweigern, weil der Betrieb weiterlaufen muss. Ach, scheiß auf den Betrieb. Ja, aber der darf das laut Gesetz und dann darf ich halt, muss ich meinen Urlaub canceln deswegen. Ja, das finde ich schon heftig. Das ist Müll. Ja. Ja. Ich meine, die sind dann natürlich wieder ins andere Extrem, das will ich jetzt gar nicht werten, aber die machen da ja im Süden, ja, Spanien, Portugal, die machen da Siesta, weißt du? Da ist es, hallo, es ist jetzt hier Nachmittag, wir machen jetzt hier Mittagsschlaf, fick dich, du kriegst jetzt einfach hier mal nichts zu essen. Oder auch nicht rangehen. Also ich, manchmal, wenn ich Urlaub habe, gehe ich auch einfach nicht ran, wenn irgendwas wer anruft, so der was von mir will. Ich bin jetzt, habe jetzt frei, weil wenn ich krank bin, nee, ich bin krank. Ja. So. Also da kenne ich ja die größten Horror-Stories und wir hatten ja vor 2 Wochen auch diesen Hype um Anti-Work, das ist, oder Anti-Job, Mann, ich vergesse es immer wieder, ist egal, das ist auf jeden Fall immer noch im Kommen, hat ein bisschen Momentum verloren, wenn ich das so richtig einschätze, aber es ist trotzdem noch ein Riesensub bei Reddit und das schlägt halt genau in diese Kerbe und ich glaube, deswegen wurde das auch so hart geupvotet, aber es ist ja auch einfach eine positive Sache, so. Natürlich kann es da organisatorisch mal Probleme geben, aber also wir hatten das ja auch schon, dass ich so sage, ja, du verkaufst deinem Arbeitgeber ja deine Zeit und nicht er verfügt über dich wie über einen Sklaven. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr proletisch ausgedrückt. Sehr, und auch sehr links formuliert. Ja, aber ich als unangenehm Linker mal anmerken. Ja, aber das ist ja, guck doch mal, es ist ja nur so der Standard, dass das halt. Nur weil das alle mitmachen, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Nur weil das schon immer so war oder seit der industriellen Revolution irgendwie so gefahren wird, keine Ahnung, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Auch wenn ich mich jetzt hier zum absoluten was auch immer, Marxisten mache, ja. Ja, also man kann auch argumentieren, dass du ja auch einen Vertrag mit dem Arbeitgeber hast, dass du halt so viele Arbeitsstunden machen musst und du hast die Rechte und diese Pflichten. Dann kann es eben schon passieren, dass der Chef mal anruft und sagt, du musst jetzt mal einspringen. So, das ist dann so ein Deal, weißt du, du hast dein Gehalt. Das kann er ja machen, während du Arbeitszeit hast. Es geht ja nur darum, dass du wirklich abschalten kannst, wenn deine Arbeit vorbei ist. Ich kenne es so nach dem, während meines Abis habe ich auch gejobbt in der Großküche, habe da aufgewaschen, Service gemacht und auch Cocktail zubereitet. Und ich wurde ständig angerufen nach dem Feierabend von wegen, ja, die Caro ist krank geworden. Das ist eine Katastrophe, ist das. Und ich konnte nie abschalten, das stimmt schon so. Und ich dachte, damals muss so sein, ich bin Nebenjobber. Und ich darf wie scheiße behandelt werden. Ja, und mein Chef war jetzt auch so einer, der war
der war so lieb und so nett. Und wenn er sich angerufen hat, so mit Dackelaugen im Blick, ja, in der Stimme so, Ja. irgendwie, ja, hier brennt die Hütte und alle sind krank und ich bin mit Caro oder mit Lisa allein, dann kannst du nicht einspringen. Das sagst du auch mal, ja, wo du gerade im Kino sitzt oder so. Habe ich nicht gemacht, aber. Grundsätzlich ist da ja nichts falsch dran, wenn du von dir aus sagst, ey, ich mach das mal. Das ist ja Ja. aber schwierig wird's, wenn dann das Leute ausnutzen Er oder darf ihn nicht weißt zwingen, auf keinen du? Fall. Ja. Nee, das geht nicht, das stimmt. Würde ich auch niemals machen. Und wie gesagt, nur weil wir halt so ein Verhältnis zur Arbeit haben, ja, du musst halt 40 Stunden arbeiten, um dir dein Leben bezahlen zu können, heißt es ja nicht, dass es richtig so ist. Ja, ich kenne eben auch irgendwie beide Seiten so. Ich weiß, ich habe auch dann, als ich in dieser Küche gearbeitet habe, war ich auch mal vorübergehend Schichtleitung, weil eine Rente gegangen ist und ich der dienstälteste Aushilfsmensch war dort, habe ich dann auch Schichten eingeteilt und ich hatte auch das Problem, was, wenn jetzt irgendwie von der Dreierschicht zwei absagen, einer wird krank, einer hat sich, weiß ich nicht, verletzt oder so, was vorkam, musst du auch anrufen, jemanden in der Freizeit und sagen, hier, zwei sind krank, kannst du einspringen, sonst wäre ich alleine in der Küche gewesen und hätte da 100 Leute bedienen müssen. Geht ja irgendwie auch nicht. Deswegen kenne ich auch diese Seite. Aber du musst das Recht haben, Nein zu sagen. Und im Zweifelsfall wird die Küche halt geschlossen oder was auch immer, oder Betriebsferien. Ja, da wird halt. Keine Also von Ahnung. einem Tag wird das Geschäft nicht zusammenbrechen und die Nein. Gesellschaft erst recht nicht, wenn halt ein Laden mal zu ist. Ja. Ja, ist natürlich jetzt hier, ne? Also, ne? So, ich lese schon wieder die Kommentare. Das andere Extrem finde ich aber auch so, Alter, dieses, ich habe früher 8 Stunden in der Woche gearbeitet und es hat mir auch nicht geschadet. Was bringt Offenbar mir das schon. denn, Alter? Du kannst gerne 300 Stunden die Woche arbeiten und es ist mir scheißegal, so, das ändert doch nichts dran. Dieser Vergleich immer, es kann nicht jeder 8 Stunden die Woche arbeiten. So, manche lieben das vielleicht, wie der WWE-Chef Vince McMahon, der angeblich nur drei Stunden schläft und sonst nur arbeitet und Energy Drinks und Energieriegel in sich reindreht. So. Aber andere, die ist wie Arno Dübel, Wie alt der ist ist der? Oder bessere Frage, McMahon, wie alt wird der? der ist schon ziemlich alt, der ist zwischen 70 und 80, glaube ich, inzwischen. Und Arno Dübel, der wurde schon nach einer Stunde schlecht Arbeit. So. Da ist eben jeder anders. Ja. Und auch je nach Arbeitslage. Also wenn ich in der Küche war, zum Beispiel 8 Stunden oder 6 Stunden waren es meistens, war ich übelst durch. Nur gestanden, kaum Pausen gemacht, nervige Kunden, kurz, zwar warst du zu Hause und wolltest pennen gehen. Wenn ich aber im Theater bin oder wenn ich an einem Filmset bin zum Beispiel, da kann ich manchmal 10 Stunden arbeiten, mir geht's gut. Weil es Ja, Spaß easy. macht so und du auch viele Pausen hast. Man muss Easy. mal so ein bisschen gucken, macht es einem Spaß und wird man erfüllt davon. Oder Podcast aufnehmen, das ist für mich eine Stunde, das ist Spaß. Das ist cool, so. Deswegen ist Tino heute hier für euch, liebe Zuhörer. Das ist doch wundervoll. Es ist ein Geschenk für mich quasi, für mich selber. Ihr seid ein Geschenk für uns. Apropos Geschenk für uns. Es wurde ein Hörerwunsch gekauft über Weimar von Servertest. Da freuen wir uns alle drauf. Das habe ich Wir haben jetzt schon noch ein mal paar in der gespoilert. Pipeline, ne? Nö, Genau. jetzt ist gerade nicht. Also das Ärzte-Ding ist halt noch offen so, aber das ist Genau, jetzt Ärzte und das neue Thema jetzt, ne? ja. Okay. Kriegen wir Genau. hin. Ich habe Krieg jetzt mal wieder hin. mehr Zeit. Ich muss halt Ja, mach erst mal deinen Geburtstag. Ja, ich muss auch noch eine Vernissage planen, irgendwie im C-Keller in Weimar, was noch auf der Kippe steht wegen Corona und so, alles ein bisschen blöd. Ja, Corona ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich hier so eine Statistik vorliegen, dass in ganz Europa die deutschsprachigen Länder die sind mit der höchsten Quote an Ungeimpften. Da haben wir nämlich in Österreich 24,8, in der Schweiz 24,4 und in Deutschland 22,1%. Da geht es um die Leute ab 12 plus. Das sind wir also quasi Platz 3 von denen. Ja, Platz Ja. 3, aber alle deutschsprachigen sind in der Top Das 3. ist auffällig, ja. Das ist auffällig. Dann haben wir zum Beispiel Portugal ist bei 1,5, Island 1,9, Irland 7,1. Also eine Ungeimpftenquote. So, das ist großartig. Und Schweden auf Platz 4 hat 16,1. Also da ist auch nochmal ein großer Sprung zu den deutschsprachigen. Ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr, wer das war. Der war auch so ein Kommunist oder so aus. Die Leute denken wirklich, wir lesen jetzt noch das kommunistische Manifest als nächstes hier vor. Habe ich vor, aber habe ich noch nicht gelesen. Nee, es war irgendein anderer aus, weiß ich nicht, Russland oder so, der auch mal sagte, das deutsche Volk irgendwie, er kann Stimmen verstehen, die sagen, das deutsche Volk hat es nicht verdient zu leben. So, weil die schon immer in der Geschichte quergeschlagen haben mit Drittes Reich, der DDR und so. Wenn ich mir jetzt angucke, die Impfquoten so und die ganzen Verschwörungstheoretiker sind ja in Deutschland auch auf dem Spitzenreitersatz so. Da kann ich verstehen, dass man manchmal denkt, die Deutschen sind ein bisschen dumm im Vergleich zum Rest der Welt. Kann ich dann verstehen. Da kommst du in ganz gefährliche Gefilde, Tino, weißt Ich will du? kein Genau Volk diese ausrotten. Debatte wird nämlich auch gerade in Amerika geführt. Da gab es einen richtig witzigen Post.
Post, sage ich schon. Das war so ein Newsmax-Typ, der das eingeordnet hat. Ja? Der hat gesagt, die aktuelle Generation ist die schwulste Generation seit langem, weil sich irgendwie paar 30% als LGBTQ irgendwie zugehörig eingeordnet haben. Und im selben Atemzug sagt er aber, dass nur 15% der Leute stolz darauf sind, Amerikaner zu sein. Und dann sagt er aber so, ich werde das jetzt nicht so. Ja, aber er bringt das natürlich in diesen Kontext. Ja. Ja. Und wenn du jetzt nicht stolz bist, deutsch zu sein, Tino, dann liegt das daran, dass du sexuell anders bist als... verwirrt, ja. Ja. Ah, nee, es gibt ja auch schwule Patrioten. Es gibt ja alles so. Irgendwie ist es ja alles in allem. Aber nur in Köln, oder? In Köln wahrscheinlich, ja. Ich kenne von Tinder auch Männer, die hatten so Reichskriegsfahnen im Background so und keine Geimpften und so. Gibt's alles. Okay. Würde ich jetzt nicht so irgendwie... Da bin ich aber jetzt beruhigt. Ja. Ja, was weiß ich, Verschwulung. Ich glaube halt, dass die Leute jetzt sich trauen können, schwul zu sein und sich zu outen als trans und bi und keine Ahnung, weil jetzt dieser Druck nicht mehr da ist, hetero sein zu müssen. Und das raffen die halt nicht, solche Leute. Ja. Raff ich nicht. Auf jeden Fall, wo wir gerade so gut über Corona sprechen... Also es hat jetzt einen kleinen Schwenk gemacht, ich weiß auch nicht, aber solche Bilder gingen hier rum, weil jetzt der Karneval ist, ja, und dann stellt man das so gegenüber, hey, die feiern da schön und die ganzen Corona-Leichen und die ganzen verzweifelten Ärzte in den Krankenhäusern und so. Wir haben echt einen guten, nicht Spitzensteuersatz, sondern Spitzen-Corona-Satz haben wir gerade hier. Ich finde auch den Kontrast zu deinem und meinem Geburtstag sehr gut, weil ich habe ja eine große Feier gemacht und wir hatten exakt Nuller-Inzidenz. Exakt auf Null. Und, wenn der Radler feiert, sind es dann 500 oder so. Ja, fast. Ne? Ich glaube, in Weimar ist es jetzt wieder von 450 auf 412 zurückgegangen in den letzten Tagen, aber das ist schon sehr hart. Es ging auch ein Bild viral, was Lauterbach geteilt hat, unter anderem die Medikamente und Arznei für Leute, die auf Corona-Stationen sind, für einen Tag, was so ein riesiger Tisch war, mit ganz vielen, vielen Pillen und Konserven. Das ist bestimmt alles nur Schüsslersalze gewesen. Wahrscheinlich, ja. Aber da hat er auch geschrieben, das ist für einen Tag die Dosis, was Corona-Kranke bekommen auf einer Intensivstation. Und das rüttelt schon krass wach. Und ich muss sagen, als ich jetzt auch krank war vor 2 Wochen, also mit einer richtig dicken Erkältung, ich Angst hatte, Corona zu haben, dachte ich mir auch, jetzt will ich nicht mehr unter viele Menschen gehen. Obwohl ich noch irgendwie Konzertkarten hatte so. Und ich dachte, nee, ich gehe nicht hin. Ich lasse es lieber sein und feiere meinen Geburtstag nicht. Weil ich würde ganz gern durchkommen, ohne Corona zu bekommen. So, ja. Meine Meinung. Also große Events gerade bei mir nicht so. Ich meine, wir sitzen jetzt hier zu zweit, sind beide geimpft, entspannt so. Aber ja, ich habe auch gerade nicht... Ich bin nicht so entspannt, was die Impfung angeht, trotzdem. Ja, aber es ist ja was anderes, als wenn wir jetzt unter 500 Leuten feiern würden, das meine ich. Ja, das ist richtig, so. Ja. Aber ich habe auch ehrlich gesagt gerade gar nicht so den Bedarf. Also macht mir teilweise auch ein bisschen Sorgen, will ich eigentlich nicht sagen, es klingt zu hart, aber so, ich habe da einfach so ein bisschen die Lust dran verloren in den letzten 2 Jahren. Ich habe mich vielleicht dran gewöhnt. So. Es ist einfach, ich würde fast das Wort Glückseligkeit verwenden, was echt deepes Wort ist. So. Ja, wenn ich einfach nur meine Kopfhörer aufhabe, in irgendeinem hinterletzten Winkel auf irgendeinem abgeranzten Parkplatz Mucke höre und Skateboard fahre ganz alleine. Das ist irgendwie so ein geiles Gefühl. Ja, Da brauche ich gerade echt nicht ganz viel weißt du? Ja, ich muss auch sagen, ich hatte ja in den Lockdowns immer jetzt Beziehungen gehabt, damals noch die andere letztes Jahr, jetzt halt mit Mila so. Und seitdem fühle ich mich auch, also ich kenne halt diese Einsamkeit nicht so krass durch Corona. Sicherlich geht es vielen richtig beschissen deswegen. Ja, viele wollen nicht einsam sein, denen fehlt das. Für mich persönlich ist es aber irgendwie ein Segen, weil ich habe irgendwie eine coole Person zu Hause, ich habe 2 Katzen und wir haben Netflix, keine Ahnung. Und ich kann jeden Tag zu Hause hocken und Sachen gucken und ich kann irgendwie Texte schreiben, Livestreaming gucken, Livestreaming machen und so. Trotzdem Spieleabende mit Freunden machen, das ist schon okay, so mit 2 Leuten zu Besuch. Für mich ist es auch, ich würde nicht sagen Glückseligkeit, aber für mich ist es auch so, ich brauche gerade nicht mehr. Es ist schön, wenn die Inzidenzen unten sind, ich auf ein Konzert mal gehen kann im Sommer. Ja, ne, das würde ich damit auch, glaube ich, eher sagen. Also wenn jetzt Nuller Inzidenz wäre oder halt Low, würde ich da auch eher Bock drauf haben. Aber so sage ich mir, da jetzt drauf zu verzichten, ist für mich überhaupt kein Akt. Voll entspannt, so, ja. So meinte ich das halt. Aber es ist natürlich Karneval. Karneval. Und muss Alice, ich einen reinfallen. Und Alice Weidel ist krank.
Na, das ist der größte Karneval. Alice Weidel hat Corona oder andersrum, Corona hat Alice Weidel. Ich weiß gar nicht, wer jetzt mehr Corona leidet mehr, ja. Weil Corona ist jetzt auch schwul geworden genau, dadurch. Ist es. Ja. Und auch Kimmich vielleicht. Also es gab auch diesen Fußballer, der sich nicht hat impfen lassen, ja. Der so einen Aufschrei hatte. Und der musste jetzt in Quarantäne, weil er jemanden traf, der Corona hat. Also gerade trifft es irgendwie gefühlt jeden, auch der das nicht so ernst nehmen will. Ja, ich will jetzt gar nicht zu sehr da in private Gefilde abdriften, weil ich das auch nicht öffentlich machen möchte. Aber es gibt Verwandtschaftsteile, die ich hier des Öfteren schon einmal negativ hervorgehoben habe in diesem Podcast, die sich sehr verantwortungslos sich und Familienangehörigen gegenüber verhalten. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich dann erst recht sage, dann muss ich halt doppelt jetzt ran oder so. Weißt du, ja. So ein guter Mensch bin ich einfach. Ja. Ich sage, ich muss jetzt hier dieses Fehlverhalten muss ich gerade bügeln, mit doppelten Rücksicht nehmen oder so. Das ist schon, das kann ich dir dann hinterher mal sagen, weil das ist schon echt fucking reckless. Ja, verstehe. Und das ist halt bitter, weil man trotzdem nichts machen kann oder gegen eine Wand redet so. Ja, meine Family hat ja auch komplett Corona, obwohl sie halt auch vorsichtig sind mit Masken tragen und sich auch am Impfen, also noch damals noch nicht impfen konnten, aber die hat noch alle Corona und die wissen halt, wie scheiße das eigentlich sein kann und es kann eben jeden treffen, sowohl diejenigen, die dumm sind und ihre Maske nicht richtig tragen können und jeden umarmen und küssen und auf Abstände scheißen, aber auch diejenigen, die halt vorsichtig sind und die sich dann auf der Arbeit anstecken irgendwie, weil sie Kundschaft oder Patienten haben. Ja. Gibt es beide Seiten. Und eben auch Alice Weidel jetzt, was ein großes Thema war. Ich hoffe, dass sie gesundet, aber ich hoffe auch, dass sie jetzt was daraus gelernt hat. Dass sie halt irgendwie jetzt merkt, okay, es ist ein Virus, den man ernst nehmen sollte. Ich mache mal lieber doch hier Impfung fürs nächste Mal. Das Ding für mich ist auch allein, dass ich gar keinen Bock habe, krank zu sein. Das ist irgendwie, ich war jetzt übelst lange nicht krank, was halt meinen Bock noch geringer macht, weil ich mir denke, war ganz gut. Und selbst wenn es halt für mich dann nur ein Schnuppi ist, wenn ich es hätte, oder selbst wenn es was anderes ist, so, ich habe da gerade überhaupt keinen Bock drauf. Es war doch kein Spaß, also ich weiß nicht, ich dachte auch erst so, als es anfing, als ich so zu kränkeln anfing, geil rumliegen und Netflix gucken, aber du musst, das ist alles so, du musst husten, schnupfen und kannst dich kaum bewegen und so, kannst nicht richtig sprechen, hast dann auch Fieber ein bisschen und da hast einfach keinen Bock drauf. Ich will halt auch jeden Tag rausgehen und ich bin froh, dass ich das halt gerade machen kann, ohne allzu sehr über die Kälte abzukotzen. So. Rausgehen muss ich nicht unbedingt. Ich bin gerne Trini, aber... Darfst du. Dankeschön, das ist nett von dir. So, jetzt haben wir aber genug über ein ernstes Leben geredet. Jetzt reden wir mal über die Lachnummer der Woche. Das ist nämlich kurz nachdem wir aufgenommen haben, das letzte Mal noch passiert, Travis Scott. Ja, genau. Der Travis Scott. Ich kenne den bestimmt, ich weiß aber gerade nicht, wer das ist. Naja, das ist der eine. Das ist der hier, der ist mit der einen zusammen. Britney Spears. Ja, genau. Und was ist da passiert bei dem? Der hat jetzt auch eine Vormundschaft bekommen und jetzt will sie auch wieder eine haben, damit sie gemeinsam sich bevormunden können. Richtig. Also 9 Menschen sind gestorben. Wie könnte das passiert sein? Travis Scott, warte mal. Oder war es dieser Jugendliche, der Menschen erschossen hat und jetzt geweint hat vom Gerichtssaal? Das war Kyle Rittenhouse, können wir auch gleich noch thematisieren, aber nein. 9 Menschen. Nicht. War der bei Alec Baldwin am Set und hatte eine Schussszene? Ich weiß es doch auch nicht. Nein, der hat ein Konzert gespielt. Okay. Travis Scott ist mit Kylie Jenner, glaube ich, zusammen. Irgend so eine Jenner-Kardashian-Clan. Ach so eine da. Aber nicht die Transform. Ich glaube, das ist... Nee, das ist ja die alte da. Ich glaube, das ist die aus der Pepsi-Werbung. Caitlyn Jenner ist die... Ja. Okay. Ich glaube, das ist die aus der Pepsi-Werbung, die jüngste. Kenne ich nicht. Glaube ich. Egal, ist auch irrelevant. Oder wie wird der MCM sagen? Irrelevant? Er sagt da immer so ein witziges Wort. Egal. Travis Scott hat ein Konzert gegeben, wurde im Vorfeld gewarnt vom Polizeichef, dass irgendwie das überfüllt sein würde. Und da wurden dann die Crowds war so dicht gedrängt und wurde dann ganz wild, als er auf die Bühne gegangen ist, dass die sich gegenseitig haben totgetrampelt. Ja. 8 Leute, über 100 Verletzte, wobei jetzt wieder letzte Woche, wir haben es angesprochen, Verletzte, ne? Weil was heißt das schon? Ein blauer Fleck am Arm, come on. Travis Scott auch Verletzter. Ja. Und da sind dann wohl Krankenwagen vorgefahren und er hat die gesehen, hat dann irgendwie aufgefordert, Stinkefinger zu zeigen. What? Und dann ging das Konzert weiter so. Das war ganz absurd. Fickt die Feuerwehr oder was? Ja, zum Beispiel. Unmenschlich. Genau. Und dann sind da jetzt, habe ich 8 gesagt? Nee, 9 Tote gibt's und über 100 Verletzte. Und
da gab es halt sehr gespaltene Berichterstattung rüber. Manche haben gesagt, wir haben davon gar nichts mitbekommen. Andere haben gesagt, das absolutes Chaos nicht. War die Hölle. Es sterben jeden Tag Menschen. So. Ja, damit musst du rechnen, wenn du auf ein Konzert gehst. Genau, also, ja. Ob es nun Corona ist oder du totgetrampelt wirst. Ich höre wieder die tollen Witze von wegen, wie viele waren auf dem Konzert? Ja, ja. Travis Scott, 20.000, paar zerquetschte. Ja. 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 Genau, aber das war, ich weiß gar nicht, wie viel das auf der Love Parade da damals waren. Das waren Millionen, dachte ich, oder? War das nicht Tote. Millionen? Nee, aber... Ich meine Tote. Teilnehmer. 100.000 Teilnehmer, 1 Million Tote. Nee, genau. Es sind noch mehr vor dem Fernsehen gestorben, vor Schock. Hm. Ich glaube, es waren so 11, 20 so. Ich weiß es nicht ganz 11, genau, 20. Gesagt. 11 bis, ich weiß es nicht ganz. Es waren jetzt nicht krass viele, aber ausreichend viele. Es war halt trotzdem scheiße, natürlich. Ja, war scheiße. Also wenn Travis Scott echt da Stinkefinger gezeigt hat und das irgendwie provoziert hatte, dann war es doof. So ja, Klage nicht. Läuft auch die ganze Zeit schon, weil war der Richter sagte, war preventable und predictable. Also Solmecke ist dran. Solmecke ist dran. Love Parade Todeszahl. Todesopfer. Ich bin gespannt. 21 Menschen. Oh. Tja, Travis Scott, da muss er sich nochmal zurück ans Reißbrett. Also das sind ja Rookie-Numbers hier. Beim nächsten Mal. Es gab es auch bei den Toten Hosen mal, dass ein Fan irgendwie tot oder irgendwie ist ein Fan während des Konzerts gestorben. Das haben die dann irgendwie während des Konzerts noch erfahren, so heimlich, und haben die dann, das aber keinem erzählt von den Leuten, haben dann ruhige Songs gespielt, um weniger Party zu machen. So. Hm. Haben die dann auch einen Song gewidmet mit dem Fan, so. Das gibt es eben auch. Also ich fände es ja erst revolutionär, wenn da auf einem Konzert jemand stirbt und gleichzeitig auch noch beerdigt wird, bevor das Konzert vorbei ist. Wenn das so schnell geht, ja, das wäre schon interessant. Das wäre nicht gut. Also das wäre mal ein Event. Da könnte man Guinness World Records mal anschreiben. Das hätte, glaube ich, Bin Laden fast geschafft, weil im Islam, bei seinem Islam ist es ja so, wenn die bei Tod, seinem Islam. Also der ist ja auch, gibt ja verschiedene islamische Strömungen. Mhm. Bei ihm ist es wohl so gewesen, dass er, wenn er stirbt, Totenhosen-Konzert spielen. Muss ein Totenhosen-Konzert spielen, was schon Strafe genug ist für alle. Ja. Aber auch, die müssen 24 Stunden später begraben sein. Okay. So. Und deswegen haben die Amerikaner quasi ihn aus dem Flugzeug geworfen, irgendwie ins Meer oder so. Mhm. Haben seine Religion respektiert. Vom das Laden, ist aber sehr nett. Haben ihn nach 24 Stunden oder davor noch ins Meer geschmissen. So. Mhm. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Die invaden 5 Länder, um den zu suchen, radieren 30.000 Zivilisten aus dabei, aber respektieren seine Religion. Das stimmt schon. Das ist schon alles so dumm, Alter. Da musst du irgendwo ja anfangen, ja. Ja, es sind die kleinen Dinge im Leben. Ja, Travis Scott auf jeden Fall. Ich hoffe, dass seine Karriere davon einen kleinen Schnitzer bekommt, weil diese ganzen Frauenschläger aus Chris Browns und so, die machen ja weiterhin ist alle. So einer, ja? Nee, das nicht, aber ich meine nur, dass die in Amerika, die haben halt so Skandale, aber die Karriere leidet halt nicht drunter. Das ist immer so ein bisschen dumm. Ja. Und aber infolgedessen wurden halt ganz viele Videos ausgepackt, wie er auch schon vor zig Jahren übelster Assi auf Konzert war, wie er irgendwelche Leute von der Bühne schubt, die offizielle Fotografen waren, so, das ist halt auch so, er redet das alles ins Mikrofon, damit die Leute hören, was er für ein harter Kerl ist. Mhm. Ey, verpiss dich jetzt, du scheiß Nerd, verpiss dich von der Bühne, du arbeitest nicht für mich. Mhm. Halt irgendein Pressefotograf. Und an anderer Stelle irgendwie, wie irgendjemand seinen Schuh, glaube ich, klauen wollte, als er gecrowdsurft ist. Hm. Und dann sagt er auch so ins Mikrofon, ey, get this motherfucker oder so, dass sie halt den zusammenschlagen, die anderen Leute im Publikum. Solche Clips wurden dann halt rausgesucht, auch von anderen Bands, die solche krassen Dinge dann besser handeln als er. Ja, Foo Fighters zum Beispiel, da gab es doch diesen Dave Grohl, ja, der auch übelst geil schon reagiert hatte, so wenn er gesehen hat, dass irgendwie Frauen angekrapscht werden. Death Grohl, das war das, was Kurt Cobain gemacht hat, genau, beim Sterben. Hat er das Konzert unterbrochen und sagt, hier, stopp du da vorne hier, lass die Frauen ruhen, verlass sofort mein Konzert, so. Ja. Geil. So. Genau. Und jetzt wird er von ganz vielen Leuten gehasst, aber die Leute, die Fans sind, denen ist das wahrscheinlich egal, weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, bin so gespannt, was beim Gerichtsurteil dann rauskommt. Letztens wieder eine Doku gesehen von Falco, wo er auch erzählt hatte, oder seine Band erzählte, dass er in Leipzig ein Konzert hatte, wo er sah, dass vor der Bühne Neonazi Security waren. Mhm. Die hatten aber irgendwelche Symbole tätowiert. Und Falco war ja immens gegen Skinheads und Neonazis. Hat dann die Fans aufgefordert, auf die Bühne zu gehen, die Nazis umzurennen. So, kommt auf die Bühne und so reißt die Mauer nieder, war kurz nach Mauerfall. Und da sind sie auf die Bühne gestürmt. Aufruf zum Totschlag quasi. Nee, das nicht, aber kommt auf die Bühne hoch, wir machen jetzt Party auf der Bühne hier und
die lassen die Security mal beiseite so und dann ist sie auf die Bühne gestürmt, Bühne eingestürzt, Folge hat sich verpisst und hat die Gage eingesteckt. Übrigens geil, fand ich sympathisch. Es gab keine Verletzten, aber es war. Ich wollte gerade sagen, wenn dabei jetzt jemand gestorben wäre, hätte es auch noch geil gefunden. Ich dachte mir so, als Aktion, das fand ich schon irgendwie witzig. Na gut. Es war auch keiner verletzt. So. Ich akzeptiere das an dieser Stelle. Was ich auch akzeptiert habe, war TV Total. Das kam, oha, das kam letzten Mittwoch. Ja, überhaupt, was war denn diese Woche los? Wetten das. Wetten das, und, TV Total, ja, das ist ja, was ist denn das? Aber alles in irgendwie... In einer, also, einer Woche, ja. Gut, Wetten, das fand ich jetzt noch nie so geil. Du hast es wahrscheinlich geguckt als alter Fernsehfritze. Wir haben es geguckt, ja, aber es war Fremdscham. Wir können gerne damit einsteigen. Ja. Also, Gottschalk ist ja so aus der Zeit gefallen. Ständig sexistische, rassistische Witze. Echt, ja? Immer mit Dekolleté, pass auf, dass nichts rausfällt und so. Und die Italiener schmeißen ja ihren Müll nur aus dem Fenster raus und so. Und hat jede Frau bekrapscht irgendwie die ganze Zeit. Das war richtig unangenehm. Okay, das klingt jetzt wie durch deinen Regenbogenfilter geguckt, so ein bisschen. Es war schon echt seltsam. Aber wie früher. War wie früher. Ich versuche jetzt zu lernen. Ist es wirklich per se sexistisch, wenn man sagt, pass auf, dass aus deinem Dekolleté nichts rausfällt? Nee, es war zum Beispiel, nur weil Frauen halt nur ein Dekolleté haben und Männer nicht. Objektifizierung? Oder ist es eher das Verhindern von Objektifizierung? Oder ich weiß es nicht. Ein Beispiel, er hat irgendwas gebracht, ich habe den Wortlaut nicht mehr. Ach, der hat gar nicht das mit dem Dekolleté gesagt. Aber den ganzen Abend waren es halt irgendwelche Sachen so mit Michelle, wie schön sie ist. Und bei Frauen immer... Was fällt dem ein? Und nur Frauen haben Blumensträuße bekommen, Männer gar nicht und so. Und hat Witze über Helene Fischers Babybauch gemacht. Es war immer so ein bisschen so an der Grenze. Ah, muss das jetzt denn jetzt sein und so. Helene Fischer finde ich aber auch eklig. Muss ich an dieser Stelle nochmal betonen. Aber das sage ich auch nur, weil die halt so gehypt wird, als, oh, die ist so schön und die ist so toll. Die ist für mich die absolute Standard-Blondine. Uninteressant. Aber talentiert. Naja. Ich muss sagen, ich hab mir... Das habe ich gesehen. Sie hat diesen ABBA-Song gesungen. Ja. Fandst du das gut oder was? Naja, sie hat den Text nicht gekonnt. So. Es war halt spontan mit den beiden. Ja, ich dachte, das im Fernsehen ist doch nie was spontan. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, der Song, den sie performt hat, der war schon nicht schlecht. Komm. Ist okay. Ich fand es ganz okay. Ich habe nicht alles gesehen. Ich habe einmal kurz reingeschaltet, da hat gerade der Typ auf eine weiße Wand geworfen. Ja. Und da dachte ich mir, gute Fernsehunterhaltung. Wir gucken jetzt hier 20 Minuten zu, wie ein Typ einfach auf eine weiße Wand Pfeile wirft. Also weißt du, worum es ging, oder? Ich wusste, worum es ging, aber an sich, weißt du, da wenn passiert halt nichts. Wenn du reinschaltest, so, was macht denn der jetzt? Ist halt total dumm. Und ich fand ihn nicht so sympathisch. Er war so ein bisschen aufgekratzt und war so eine Rampensau. Mhm. Weil sonst sind ja die Kandidaten immer eher so zurückhaltend. So, und ja, ich bin jetzt im Fernsehen und liebe Grüße. Er war so Witzemacher und immer so und so. Hat aber am Ende gewonnen. Er wurde Wettkönig, obwohl er nicht die Wette nicht gewonnen hat. Jedenfalls das und TV Total. War das denn besser? TV Total. Ich fand's spannender als Wetten, das. Okay. Aber ich war ein bisschen von Puffpuff enttäuscht, weil er sich auf diesem Rabenniveau herabgelassen hat. Es war so dieses Lustigmachen über Leute, die unter ihm stehen, so nach unten treten. Ja, aber das wollen ja die Leute wahrscheinlich, die TV Total einschalten. Vielleicht. Also er hat auch viele Sachen geil gemacht, mit so Influencern und Politikern so nach oben getreten, cool. Aber es gab so eine Szene, wo er so einen Wetten-das-Ausschnitt gezeigt hat von so zwei Zuschauern, die halt so lustige Frisuren hatten, so im Publikum, sich über die lustig gemacht hat. Das finde ich halt unnötig, das musste er nicht machen. Und Puffpuff ist ja eigentlich einer aus dem Kabarett und so, Feuilleton und keine Ahnung, der ein bisschen was auf sich hält. Jetzt halt mit diesen billigen Grab-Gags fand ich halt ein bisschen schade. Aber sonst war es unterhaltsam. Also über was genau soll er sich dann lustig machen? Also im Rahmen von TV Total, die sich ja immer über so Fernsehschnitzer lustig gemacht haben. Na, über Leute, die sich, also ich, das ist nur auch meine Meinung, Leute, die halt sich in die Öffentlichkeit stellen, die zum Beispiel, die auch Medienprofis sind, ja, aus der Politik, Schauspielerinnen, Musikerinnen, Influencerinnen, solche Leute. Aber wenn jetzt jemand in einer Talkshow sitzt oder so ein Publikum, jemand eine lustige Frisur hat, das ganz groß zu zeigen, siehst ja aus wie Gérard Depardieu oder so, keine Ahnung, ist halt, weiß ich nicht, ist halt unnötig. Ja, ist jetzt lustig. Nicht super geistreich oder sonst was. Ich sage nur, dass es vielleicht nicht so schlimm ist. Ich denke nur gerade an die berühmtesten TV-Total-Nippel, ja. Ja. Da war eigentlich alles irgendwelche aus so Reality-Shows oder so, oder... War irgendwie lustig, weißt du? Aber irgendwie auch scheiße. Ich fand es nicht gut, dass sie dann so diese... Ich fand ja schon immer diese Talkshows scheiße, wo sie irgendwelche Amateure dann ins Fernsehen bringen, die dann irgendwie vor der Kamera weinen sollten, weil sie doch nicht der Vater waren oder so, des Kindes. Und die halt nicht richtig sich artikulieren konnten, keine Zähne im Mund hatten. Die werden halt bloßgestellt bewusst. Und dann nochmal, noch mehr bloßgestellt werden von Raab.
weil sie halt nicht sprechen können oder so, oder weil sie Lisa Loch heißen und dann irgendwie, die aber noch minderjährig sind und halt so Pornowitze machen, finde ich halt nicht angemessen. Finde ich halt einfach nicht geistreich und nicht wertvoll für irgendwas. Billige Gags, meine Ansicht. Ich bin sehr gespannt, wo sich der Humor in 50 Jahren hinbewegt, Tino. Darum geht es auch gar nicht. Man kann auch alles Ich. machen mit Armin Laschet und so weiter und solchen Leuten. Aber ich finde so, man muss sich halt als Opfer suchen, die fair sind, die irgendwie auf Augenhöhe sind. Ja, also ich verstehe das alles, ja. Also das Ding ist, wenn jetzt hier in diese Wohnung Lisa Loch reinkommen würde, wäre schon aber auch witzig, oder? Also wenn das Mikrofon auch nicht hier stehen würde, Ja, könnte klar, man schon mal einen Spruch machen. im Privaten keine Frage, kann man vieles machen, so. Aber so von einem großen Publikum jemanden bloßzustellen, Lisa Loch, der das Alter. gerade, ja, Das ist so dich ist dumm. halt so, ja. Ja. Das halt zu machen, finde ich halt irgendwie, finde ich nicht gut. Okay. Ich persönlich. Weil es kann ja echt Leute traumatisieren. Kann ja sein, dass Oma gerne irgendwie in eine Talkshow geht, weil sie irgendeinen Maschendrahtzaun hat und halt das Wort so lustig Oder ausspricht. die beiden Leute, die da im Publikum sitzen, schneiden sich endlich mal die Haare. Ja, das sah doch unmöglich aus, ja. Ja, Von siehst mir du. aus, aber das muss man ja nicht so kommunizieren. Man kann ja Naja. auch fair sein. Okay. YouTube versucht auch fair zu sein. Glaube ich nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Aber die werden jetzt den Dislike-Button abschaffen. Warum denn? Weil die armen kleinen Creator, die seit Jahr und Tag von YouTube in den Arsch gefickt werden, ohne dass sie das wollen, angeblich dadurch Schutz erfahren. Eigentlich ist es nur, damit die ihr YouTube Rewind wieder machen können. Das sind ja Ah, immer die meistgedislikten Videos. ja. Und wenn es keine Dislikes mehr gibt. Also es gibt die offiziell schon noch, aber Aber nur für du dich als siehst sie nicht Creator. genau. Genau. Der Zuschauer sieht sie nicht mehr. So wie wir jetzt Hallo, gerade hallo. Georg sehen. Ach, kein Hallöchen. Scherz. Und das heißt, sie existieren an sich noch. Du kannst sie, glaube ich, aber nicht mehr selber anschalten. Und das ist halt die Sache, wenn du wirklich so eine Hate-Brigade hast, die dein Video bombardieren, kannst du ja auch einfach die Bewertung ausschalten. Das ging ja auch jetzt Das schon. machen Rammstein ja immer schon vorweg, dass sie immer die Likes ausschalten und auch die Kommentare, was ich schade finde, aber auch verstehen Ja. kann. Aber es gibt ja auch Bands und Künstler, die leben so ein bisschen davon, ja. Die lieben es, Dislikes zu kassieren und so. Und das fällt jetzt ein bisschen weg. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Persönlich so. Kann ich mich reinversetzen in solche Künstler. Ja, es ist wirklich irgendwie ein bisschen quatschig. Also das Ding ist halt auch, dass du übelst viel Fake hast und Tutorials, zum Beispiel irgendwie Watch XY Movie Online oder sowas. Solche Videos gibt es halt zuhauf, wo dann in der Beschreibung irgendeine Scheiße verlinkt ist, wo du dann im schlimmsten Fall noch ein Virus dir einfängst. Genau. Dann gehen die ganzen Fenster da drauf, denken sich, oh, das ist aber gut bewertet, gar keine Dislikes, haha, drücke ich mal da drauf. Das ist doch voll dumm. Also, es ist schon ein wichtiger Indikator irgendwie, um Voll, es voll. einordnen zu können, was da so Ja. geht. Also, bis jetzt finde ich es nicht gut. Ich fand allerdings auch das Umschalten von Sterne auf Daumen nicht gut und mittlerweile habe ich kein Problem per Ach se so, damit. Tag der offenen Tür. Hey, Hallöchen. holla. Moin Junge, können wir Moinsen. auflegen? Yes. Grüß Gott. Grüß Gott, endlich. Grüß Gott. Und ja, von daher, ich lasse mich mal drauf ein, Ja, man wird sich aber dran gewöhnen, glaube ich. ich So. habe auch bei Trump gesagt, ich lasse mich mal drauf ein und Ja, dann, gut gemacht. naja. Haben viele gemacht. Ich habe halt wirklich, also ich wusste, dass das natürlich nicht der beste Politiker aller Zeiten ist, aber ich habe ganz am Anfang noch gesagt, ja, erstmal abwarten, ja, vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Oh boy. Und dann das. Ja. Aber du siehst es ja trotzdem als Creator, weißt du? Die Dislikes, siehst trotzdem dann irgendwie, du hast 5 Millionen Dislikes und 2 Likes. Ist trotzdem scheiße, oder? Ja. Ist ja eigentlich umso beschissener, oder? Ja. Also ich kenne auch ganz viele, ich gucke mir das gar nicht an, ich scheiß da drauf, ist alles einfach nur toxic shit. Aber ich kenne so viele, die sich kaputt machen, weil sie auf ihrem, wenn du ins YouTube-Studio gehst, halt siehst du auf der ersten Seite, wie hat das Video performt im Vergleich zu anderen Videos, die du vorher hochgeladen Guck hast an, und das ist so. unrelevant geworden. Ha. Ja, da hat Josef, also The Changeman hat da auch mal ein Video drüber gemacht, dass das total krankhaft ist, wie du dann immer versuchst. Was kann ich an dem Video noch ändern? Was kann ich optimieren, dass es jetzt noch besser performt? Und Ja. das ist irgendwie so gegen den Spirit von, ich mache jetzt einfach, worauf ich Bock habe, was ich jetzt gerne machen würde und lade das dann hoch. Ja. Und das ist einfach bitter. Und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht noch schlimmer ist. Ja, vielleicht nicht noch schlimmer, aber weißt du, dieses, guck mal, so viele Dislikes hast du. Hier, ich drück's dir ins Gesicht, vielleicht kommt es ja so.
Auf Facebook ist es ja auch so, dass die niemals einen Daumen nach unten einführen wollten. Aber da gibt Stattdessen es gab es die dann diesen Reaction. Angry Reaction Ja. so. Und alle positiv, nur Angry gibt es halt irgendwie. Ja. Und bei Instagram kannst du auch ausschalten, dass man halt deine Likes sieht. Siehst du halt nur, Personen gefällt dieses Bild. Und habe ich mal probiert. Und es hilft mir ein bisschen, drauf zu scheißen, wie viele Likes es bekommt. Aber das Ding ist, bei Instagram funktioniert das meiner Meinung nach viel, viel besser, weil da ist kein. Also da ist wenig Content, außer die Scheiße, die Funk manchmal macht. Wenig Content, der überhaupt so bewertbar sein muss. Ja, wenn da Ja. jetzt ein Landschaftsbild ist oder ein Selfie, dann brauchst du keine Dislikes. Das ist ja total subjektiv, ob ich das jetzt gut finde. Aber bei einem Tutorial, wenn das Scheiße ist oder zu einem Virus führt, sollte man schon disliken Ja, können. doch, bei Instagram kann man ja auch quasi Bilder als, also Texte als Bilder posten oder Ich, lang klar gibt's das schicken und auch, so. aber also das ist ja viel weniger. Das ist ja ganz wenig auf Instagram im Verhältnis zu. Also gut, mein Algorithmus zeigt mir eh nur Skate-Content, deswegen kann ich da vielleicht nicht ganz so viel mitreden. Das Erste, was ich da kenne, ist, was Imp in seiner Story gerne mal postet. Sowas sehe ich dann halt. So Ja. Meinungs- und Fakten-Posts. Aber ja, ich glaube, im Verhältnis zu allem anderen ist das ganz verschwindend geringer Teil auf Instagram. Ich fand es spannend, als ich bei Germany's Next Topmodel so ein männliches Model gesehen hatte, was ich halt ziemlich cool fand, so auch lustig fand und auch heiß fand, bin ich bei Insta gefolgt und zack hatte ich in meinen Vorschlägen ganz viele halbnackte Männer so. Es reicht schon ein Account aus, der größer ist, der so ein Male-Model hat. Schon hatte ich ganz viele oberkörperfreie Männer in meinen Vorschlägen. Das ist übelst krass, wie schnell das reagiert und wie inflationär das dann auf einmal wird. Influenzionär. Influenciaronär. Yes. Apropos inflationär. Ich habe vor 2 Wochen mal wieder über Fear the Walking Dead geredet. Ich will es ganz kurz hier nochmal reinbringen. Es gab wieder so einen Moment. Es ist einfach nur, also ich sitze da wirklich vor diesem Bildschirm und denke mir so, ich weiß nicht, auf der einen Seite sitze ich wie in einer Achterbahn und juble und auf der anderen Seite schüttle ich einfach nur noch mit dem Kopf und habe den Mund offen. Es ist unfassbar großartig in seiner Scheißigkeit. Und die neueste Folge, sorry, dass ich das jetzt spoilere, oder weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch die neueste ist. Überspringen für eine halbe Minute, wenn ihr Ja, nicht Spoiler. Ja. es ist einfach so fucking absurd, Alter. Die treffen eine neue Figur, die sagt hier, ich war früher irgendwie hier so eine Trainerin im Gym, Pokémon-Trainerin. und die war wohl auch eine berühmte, und das ist jetzt für dich interessant, Wrestlerin. Oh, Ja. erzähl mehr, Ja, bitte. auf jeden Fall. Ist sie Falco-Fan Zusammen mit und ihrem Partner, singt nein, Musical? nein. Und dann wird's alles total absurd, die flüchten vor so einer Horde Zombies, gehen dann in so einen Ring rein, ja. Und dann, oh Wunder, die Zombies kommen hinterher und sind plötzlich einmal komplett um den Ring. Jetzt kommen wir hier nicht mehr weg. So. Ja. Und dann kommt aber eine andere Person und sagt, ey, hier, komm, ich helfe euch. Ich habe noch ein paar Schuss übrig. So. Und dann fängt auf einmal Welcome to Jamrock an. Also ein Reggae-Song. Kennst du bestimmt. Hast du auf jeden Fall mal gehört. Und dann fangen die an, fucking Wrestling-Moves an diesen Zombies zu performen. Und Geil. es ist halt nicht, das ist halt nicht wie in Z-Nation so mit Absicht auf witzig getrimmt, sondern das nimmt sich alles übelst ernst. Und dann fängt die an, so einen scheiß Zombie zu piledriven in den Boden Geil. rein. Das ist so dumm, Alter. Das Das ist darf nur so. Undertaker. Und das zu dieser Reggae-Musik. Das ist alles so absurd, Alter. Und das große Finale ist dann, dass diese ehemals berühmte Wrestlerin auf die Seite vom Ring steigt, der andere unten so einen Zombie festhält und sie mit dem Messer in der Hand von der Kante des Rings auf den Kopf vom Zombie springt. DQ sofort. Disqualifikation. Das ist so dumm, Alter. Wo war der Ringrichter, ja? Ja, ganz Aber kurz. spannenderweise gab es das auch wirklich bei WWE vor einem Jahr, haben die irgendwie einen Zombie-Film promotet. Was, The Rock? Ich weiß gar nicht mehr. Der war dann irgendwie Keine Ahnung. also eingeblendet auf dem Bildschirm und es kamen halt so Zombies zum Ring, die dann um den Ring standen, als Lumberjacks heißt das. Das heißt, wenn im Ring draußen Leute stehen und die Wrestler im Ring dürfen nicht rausfallen, sonst werden 1000 verprügelt wieder reingetragen quasi. Das waren quasi Zombies an dem Ja. Abend. Das gab das Groß. tatsächlich so eine Art. Aber das ist ja dann auch alles ironisch und mit einem Augenzwinkern so, weißt du? Ja, Aber einigermaßen, wenn das alles sich komplett ernst nimmt ja. und dann aus dem Nichts so eine Szene Aber kommt. klingt witzig. Ich schaue mir Ja. die Folge gerne deswegen an. Die Szene gibt es bestimmt schon irgendwie bei YouTube oder so. Ich sehe auch gerade, dass auch Rezo Corona hat. Echt, ja? Rezo hat Corona. Das wusste ich nicht. Oder ist das hier so ein, Nee, was nee. du wieder auf Facebook gelesen Nee, hast? nee. Ja, aber von NTV.
Und es gab sogar von ihm ein Statement von wegen, ja, fühlt sich scheiße an und so. Na, okay. Kontrovers. Hat dann in der Story gepostet, offensichtlich. Es geht ihm ein Stück besser. Muss ich keine Sorgen machen, er ist geimpft, bla bla. Trotzdem, ich war in meinem Erwachsenenleben noch nie so krank und bin froh, dass ich geimpft bin. Sonst hätte mich das wahrscheinlich anders weggekickt. Interesting. Apropos wegkicken. Fußball. Nee, es gab so einen größeren Skandal in Amerika. Ich muss jetzt US Politics ja mal mit reinnehmen, aber ich finde es auch einfach spannend, wenn euch das anödet, das weiterzudenken in jedweden anderen Beruf. Es ist spannend, wenn das andere anödet, ja. Kenne Nein, ich. naja, das weiterzudenken. Also, Ja. dröseln wir das Ganze das so mal auf, ja? Stell dir vor, du arbeitest in einem Büro, ja? Hast sehr viele Mitarbeiter, also Kollegen Auch weibliche oder nur und männliche? Weil das gerade so männlich. Kollegas. Okay, gut. So, und dann machst du ein Video und teilst das auf Twitter, was ein Recut ist von Attack on Titan. Und in diesem Video tötest du selbst eine Kollegin. So, die Kollegin ist dann halt so ein Titan und du selber zerschneidest ihr den Nacken. Ja. So, das würde wahrscheinlich dein Arbeitgeber nicht so gut finden. Tendenziell nicht, nee. So. Aber eben jenes ist in Amerika passiert, nämlich Represent Paul Gosar, der jetzt hart in der Kritik steht, weil er auf Twitter ein solches Video gepostet hat. Der hat noch andere Videos gepostet. Es gibt ja dieses White Putin, also so ein breit gedrückter Putin, der so lang geht. Ja. Gibt es auch ein Video von ihm und da sagt er, ich auf dem Weg dahin, Immigration zu beenden. Und dann so ein Video von ihm, wie er so läuft. Ja. Also irgendwie so ein kleiner Shitposter. Und auf der einen Seite finde ich es ein bisschen dumm, weil das ist halt, also er hat das natürlich nicht selber gemacht, das hat irgendein Fan gemacht, und er hat es aber auf seinem offiziellen Twitter hochgeladen. Es ist halt 1,5 Minuten, wie die ganzen Attack on Titan-Leute da so losziehen. Das sind natürlich die Guten sind dann die Republikaner und Klar. AOC, die wir auch öfter schon als Thema hatten. Alexandria Ocasio-Cortez. Die ist halt so ein Titan, der dann da, die innerhalb der Serie werden die halt getötet, indem hinten am Nacken das durchgeschnitten wird. Egal. So, und die hat halt das Gesicht von der da. Also Und auf der reingeschrieben einen oder? Seite finde ich es halt, also ganz viele sagen jetzt hier, der soll verhaftet werden und so. Das finde ich halt auch irgendwie wieder Ja, komisch, das ist weil Quatsch. es ist halt es ist ein scheiß Anime, wo Gesichter draufgefügt sind. Auf der anderen Seite halt mit dieser Betrachtung, ey, wenn du das bei dir im Büro machen würdest, so, du würdest wahrscheinlich direkt gefeuert werden. Auch weil es nach außen hin natürlich kein gutes Ding ist. Jetzt kann man Politik vielleicht nicht eins zu eins damit vergleichen. Aber das ist schon irgendwie echt absurd, oder? Ja, also ich jetzt kein Gefängnis, aber ich finde, das ist schon eine Provokation, irgendwie das am Arbeitsplatz zu machen, so Naja, dass die also Person auch das sehen du könnte. musst es im Kontext sehen, dass der hunderttausende Follower hat und das auch als direkter Aufruf gesehen werden kann. Da Genau, gab es ja. auch schon Präzedenzfälle in der Vergangenheit, wo Leute irgendwie über Städte oder halt Büros von irgendwelchen Demokraten so Fadenkreuze auf Karten gezeigt haben in ihrer Kampagne. Und dann ist da halt wirklich jemand hin und hat da Leute erschossen. So. Das gab es auch schon. Und dahingehend ist es schon wieder sehr kritisch. Oder wie Leute, die an Tankstellen gehen und dann Leute erschießen, die sie auf Maskenpflicht hinweisen. Es kann dazu führen, dass die Ja, aber Gewalt ansteigt. Du hast da hat recht. keiner an sich drauf, also keine Alice Weidel hat gesagt, hier Fadenkreuz auf diese Tankstelle und dann hat Aber das ich jemand lese gemacht. jeden zweiten Tag gefühlt irgendwie wie Angriffe auf. Gefühlt. Nee, letzte Woche waren es auch wieder zwei irgendwie. Auch in Weimar im Krankenhaus Zwei von gab es sieben. einen Vorfall. Also ich muss schon sagen. Ich kann dir gerne. Ich habe überlegt, dir immer diesen Artikel zu schicken, wenn ich sowas Mach lese. Mache ich mal. auch sofort. Okay, so Gut, machen wir schicke ich das. dir. Immer, ja. Du hast Kyle Rittenhouse angesprochen, dann kommen wir da noch ganz kurz dazu, weil wir ja gerade in Amerika sind, dass der Typ bei den Demonstrationen letztes Jahr, bei den Ausschreitungen wegen George Floyd, der ist da als Minderjähriger über Staatsgrenzen gewandert mit einer Waffe, die er nicht haben durfte, wobei ich glaube, die Waffe hat er erst vor Ort bekommen von so einer Art Miliz und dann sind Leute auf ihn los und er hat es dann in die eigene Hand genommen, diese zu erschießen. Ich weiß gar nicht, wie viele da gestorben sind. Mindestens einer und andere verletzt. Und da gab es jetzt den Trial. Der läuft, glaube ich, auch noch. Und es ist alles total absurd. Das ist ein absoluter Shitpost. Es gibt Live-Reactions von den Anwälten irgendwie, die das im Stream schauen, wie dann da Leute reagieren. Dann gibt es den
den Richter, der mitten in der Verhandlung angerufen wird, sein Handy nicht lautlos hat und zufälligerweise ist sein Klingelton exakt die Eingangshymne von den Rallies von Donald Trump. Dann gibt's, wenn die in Recess sind, gibt's ja so kurze Pausen, da sieht man denselben Richter mit so einem Heft über Cookies irgendwie. Also er hat irgendwie so ein Magazin über Cookies. Witzig. Alles ist witzig. Ganz, ganz komisch alles. Und sympathisch auch. Und ja, also einer hat jetzt gesagt, oh, das gab's ja auch noch, Alter. Innerhalb von diesem Trial-Ding kam halt auch noch einer, der Verteidiger an und meinte, ein Skateboard, weil einer mit Skateboard wurde erschossen, angeschossen, weiß ich nicht genau, ein Skateboard betrifft sich ja auch persönlich. Genau. Ein Kollege quasi. Er hat gesagt, dass man mit einem Skateboard den Kopf vom Nacken trennen kann. Hm. So, dass ein Skateboard eine Waffe ist. Absolut. Und jetzt werde ich angerufen, kann gerade leider nicht ran. So, also das ist dieser ganze Prozess ist ganz großes Kino. Aber es gab doch eine Aufnahme, wie der Attentäter geweint hat vor Gericht. Oder ja. Er ist so ein bisschen bereut und sagt, er wollte eigentlich gar keinen töten oder so. Aber ich habe ganz viel gelesen, dass das sehr unauthentisch gewirkt hat. Ich habe es selber nicht gesehen. Das war mir dann alles zu dumm. Ja, klar wird er, also er wird schon jetzt sich denken, fuck, was habe ich da eigentlich gemacht? Ich komme jetzt ins Gefängnis, wurde erwischt, kacke. Ja, scheiße, dass ich erwischt wurde. Genau, genau. So eher, aber er wird nicht bereuen, was er gemacht hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch eine große Empfehlung bei Netflix gerade ist 22. Juli. Das ist der Film über Utoya. Ja. Also der Attentäter in Norwegen. Ja. Und der Film ist echt sehr bewegend. Er weicht so ein bisschen von der Realität ab in 2-3 Punkten so. Ja, vor allem ich halt direkt, das erste Drittel ist ja der Anschlag und dann geht es ja noch viel weiter. Ich dachte, es dreht sich nur darum, ne? Nee, es geht mehr auch um die Gerichtsverhandlungen. Ja. Es geht auch um die Genesung einer realen Person, die dann vor Gericht quasi stark sein wollte halt ohne humpeln und ohne zu zittern da aussagen. Also es ist schon sehr, sehr traurig und trotz der 3 kleinen Abweichungen, historisch trotzdem sehr akkurat und sehr gut gemacht. Also eher so an einem Abend gucken, wenn man so ein bisschen Beklemmtheit aufnehmen kann. Hm. So, der ist schon eher wenig witzig. Es gibt lustige Passagen, so fröhliche, aber insgesamt ist es eher runterziehend. Was auch wenig witzig ist, ist, dass, und hier auf YouTube dürfen wir es ja sagen, Imp gerade auf Twitch gesperrt ist. Der ist gebannt worden. Ach. Was denkst du, was er gemacht hat? Er hat seinen Pimmel in die Kamera gehalten. Auch, was noch? Er hat auf MCM-TikToks reagiert. Auch, und was noch? Er hat Funk kritisiert. All das wäre wahrscheinlich valider als das gewesen, was vermeintlich der tatsächliche Grund ist. Er hat nämlich aus der Bibel vorgelesen. Habe ich gesehen bei YouTube die Aufnahme. Fand ja. Ich unterhaltsam. Ich habe gestern noch die Wohnung geputzt und da habe ich mir das angehört. Ich habe es dir noch gar nicht angeguckt. Hat er da irgendwie schlecht über die Bibel geredet oder hat er Wertungs... Ja, klar. Also ich fand es jetzt nicht neutral. Es war halt eher so lustig machen. So, was für eine Scheiße und so. Er hat es schon eher runtergemacht, aber ich fand es jetzt irgendwie auch berechtigt. Also es war jetzt nicht aus der Luft gezogen, von wegen, ich denke mir jetzt irgendwie Argumente aus. Es war schon, er liest es vor und hat es halt beurteilt, so bewertet. Meinungsblogger halt, wie halt Imp so ist. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt ist er auf jeden Fall noch gebannt. Ich bin da zuversichtlich, dass da was passiert. Aber trotzdem schwierig. Also, ich weiß nicht, Twitch ist ja da international, ob die da vielleicht nochmal ein bisschen empfindlicher sind, was Religion angeht. Weil sie jetzt komplett für immer gelöscht oder nur erstmal... Naja, was heißt für immer? Also, er ist halt erstmal weg so. Er hat dann natürlich Beschwerde eingelegt und gesagt, hier, was los? Aber auch Große waren ja auch schon mal 30 Tage weg. So. Solche Knossis oder Unges oder sowas, keine Ahnung. Ah, shit. Und und wann war das? Weil das, noch ich habe Mittwoch im Stream davon erfahren. Da haben ganz viele im Chat geschrieben, hier, was ist denn eigentlich da los? Und da wusste ich es vorher noch gar nicht. Er wusste es da selber auch noch nicht. Achso, okay. Ja. Krass, nee, finde ich heftig. Okay, ist doof, aber ja. Hoffentlich wird das wieder zurückgenommen. Also es ist ja albern. Könnte man jetzt halt mal testen. Ich lese auch aus der Bibel vor, aber sag, wie super das alles ist. Vielleicht sollte man das eh auf diese Art machen. Ich habe ja eh mal überlegt, als YouTube die Richtlinien geändert hat und so sich ganz hart gegen Mobbing ausgesprochen hat, was Mimi ja jetzt auch irgendwie im 3-Tages-Rhythmus macht. Da kommt ja jetzt ein Payback nach dem nächsten an Leon Mascher. Mhm. Aber das ist halt alles so auf, guck mal, wie dumm der ist. Wenn man aber das umdreht und sagt, ah, das ist ja super, schau mal, Gott ist ja allmächtig, der ist so super stark. Du sollst dein Kind erschlagen, wenn es nicht Gottes fürchtet. Das ist voll richtig. Großartig. Ja, genau, wenn man es auf diese Art macht, dann vielleicht bist du da ein bisschen unantastbarer. Erinnere mich gerade an die iKali-Folge, als sie den Vertrag abgeschlossen hat. iKali, geile Serie, gerade für Influencer und Twitch-Streamer. Okay. Eine Lehrserie, sage ich dir, eine lehrende Serie. Und dann gab es eine Folge, in der sie
sich verpflichtet haben, über Schuhe zu berichten in ihrem Podcast regelmäßig und die positiv darstellen müssen. Bis aber nach so ein paar Tagen auffällt, dass die Schuhe voll von Arsch sind. Die gehen kaputt sofort. Es gibt Kurzschlüsse, weil die haben irgendwelche Lichter dran und so weiter. Und dann fangen die eben an, in der iCarly-Folge, Spoiler, Vorsicht, halt darüber positiv zu berichten. Und wenn ihr in die Pfütze reintretet, gehen die Schuhe kaputt. Es ist nicht großartig. Ich kann damit auch Menschen töten und so weiter. Und die berichten halt positiv, negativ über die Schuhe. Ja. Und kamen damit durch, juristisch in der Serie. Vielleicht sollte ich das jetzt Kann ja nochmal so sein. machen. Also iCarly ist schon ein guter Präzedenzfall, glaube ich. Vor Gericht. Gucken Sie, Herr Richter, in Folge 5, Staffel 2 bei iCarly ging das auch. Freigesprochen. Gut. Sofort. Ich glaube, wir sind zeitlich langsam durch. Ich möchte zumindest erwähnen, Jack White, gutes neues, guter neuer Song. Taking Me Back ist ein richtiger Brecher. Aber jetzt kommt's, es ist der Soundtrack zu Call of Duty. Und das ist übelst weird. Das neue Call of Duty hat halt diesen Song irgendwie als Titelhymne. Jack White, ne, von den White Stripes, absolut. Geile Band. So, Ja. und der hat jetzt auch dazu nochmal ein offizielles Musikvideo rausgehauen. Das scheppert richtig, also der Song ist mega geil, aber es ist trotzdem übelst weird irgendwie, weil ich so seit Call of Duty 2 kein Call of Duty gezockt habe und da überhaupt keinen Bezug zu habe. Und das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen, aber es ist halt übelst geil. Und nächstes Jahr kommen auch zwei neue Alben. Von Jack White. Von Jack White, Alter, der schafft sogar den Ärzten den Arsch warm zu machen. Die schaffen zwei Alben in 2 Jahren, ja. Der haut einfach in einem Jahr, in anderthalb Monaten Abstand zwei Alben raus. Aber die White Stripes, die machen nichts mehr, ne? Die sind. Nee, weil sie leider zu Anxiety Attacks auf bühnenmäßig drauf ist. Krass, das gab es ja auch bei Ideal bei der Band aus den Ja. 80ern hier an der Humpe. Die ist ja sehr berühmt, hat dann auch Ich und Ich später gegründet und die Songs geschrieben. Und die tritt auch nicht mehr auf, weil sie mega Lampenfieber hat und wohl Panik kriegt auf der Bühne. Dumm. Voll sad. Schade, dass es immer Also ich hätte so die White große. Stripes super gerne mal live gesehen, aber es sieht echt nicht danach aus, als würde das jemals passieren. Aber kann er nicht auch alleine touren, der White Stripes mit einer anderen Band oder so, Es ist mit nicht dem das Gleiche. Material? Das Gute war ja, dass sie halt nur so sehr minimalistisch überhaupt Schlagzeug spielen konnte. Und dadurch liebe ich ja diese Band so sehr, weil die so simpel gehalten ist und nicht so überladen. Deswegen finde ich ihn solo oder halt auch als Raconteurs, wo er halt auch mitspielt, hat ja so ein paar Superbands, wo er auch mitmacht. Finde ich halt, ist nicht das Gleiche. Es ist dann so überladen. Ich will das so, dieses Schlichte ist halt so geil. Deswegen mag ich auch Manchmal Blood Red Shoes, schon. weil die sind auch nur zwei. Oder, na, The Black Keys, was halt auch witzig ist. Black Keys, White Stripes und Red Shoes, ja. Da haben wir wieder die drei Farben von Nosferatu TV. Stimmt, Und total. Und dem vom Dritten Deutschen Reich. Reich, genau. Ja, was Musik angeht, muss ich sagen, ich mag es sowohl einfach wie auch White Stripes, habe ich auch viel gehört. Also ein Album zumindest von denen habe ich viel Ja. gehört. Dieses wo Elephant Elephant, vermutlich. genau, richtig geil. I don't know what to do with Ja. myself. Geil. Aber So auch geil. so Bands wie Able Nation und Muse, die ja übelst überproduziert sind, ja, Ja. so richtig Art Rock sind, auch übelst geil. Und doch zum letzten Mal die Empfehlung Many, haben jetzt Niete rausgebracht, das Album. Es ist besser als Dunkel von die Ärzte. Ohne Spaß. Es ist für mich die Veröffentlichung des Jahres. Many, Niete, geiles Album. Ich höre es schon rauf und runter die letzten Tage. Geile Okay. Band. Okay. Ist das, wenn man seinen Vermieter nicht bezahlen kann? Many, dass du Nee, Niete. many Schulden hast. Niete. Niete, nee. Ja, genau. Ja. Riesen Wortspiel, weißt du, wegen Kiste Niete, aber auch Nieten an der Jacke und so. Krass, Was? ne? Ja. Voll deep und so weiter. Noch ganz kurz ein Thema und zwar Lockdown für Ungeimpfte in I need to your Österreich. love sollte die erste Single-Auskopplung sein. Witzig, vielleicht. 2G in Österreich. Also es gibt jetzt für Ungeimpfte einen Lockdown quasi. Die dürfen nicht mehr rausgehen, nicht mehr in Geschäfte und so weiter. Ja. Das ist ganz spannend. Und das wird ja auch befürchtet. Glaube ich zwar irgendwie nicht, aber kann Da passieren. gab es auch was aus Singapur, und zwar, dass da Ungeimpfte keine kostenlose Covid-Behandlung mehr bekommen. Finde ich schwierig, ich kann es verstehen, aber finde ich vom Grundgesetz her schwierig. Ja, Würde ich nicht machen. also das deutsche Grundgesetz, das interessiert die Singapurlesen zu Singapur-Jologen. Singapurlesk Menschen nicht. Das war der Fachausdruck. Ja. Nicht, weil nur, also hier wäre es, glaube ich, nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Sollte man nicht tun. Ich bin fürs Impfen und so. Ich bin eher gegen eine Pflicht, weil ich glaube, dass dann die Bereitschaft sinken würde. Ich fände es geiler, wenn alle sich impfen würden, aber ich glaube, ich tendiere eher gegen eine Impfpflicht.
Auch wenn es schon cool, also ich fände es schon gut, aber ich bin dagegen. Aus Grundgesetzgründen einfach. Wogegen ich auch bin, aus Grundgesetzgründen, ist, dass Amorant ein NFT verkauft hat für 120.000 Dollar. Die sind alle bescheuert. Es ist ein Pixel-Art von ihr mit Brüsten zu sehen. Darf ich sehen? Und sie sagt dazu: I guess I'll be doing this again. Ach Lol. so. Ja, sieht man hier leider nicht. Ja. Also ist nur ein Screenshot, Aber aber ist NFT jetzt echt so ein Ding? es ist halt, ne, wir hatten das schon ein paar Mal. Ja, aber ich. Also es ist nicht ein Mainstream-Ding und es ist wahrscheinlich auch gut so, aber es ist auf jeden Fall viel genutzt von Leuten, die gerne mal nicht ganz so lupenreine Dinge machen wollen und es wird genutzt von Leuten, die zu viel Geld haben und es ist, Ja. ja, es ist halt theoretisch nicht das Gleiche wie ich habe hier ein unikates Brett bei mir hängen. Ja. Aber praktisch quasi schon, aber auch nicht wirklich. Aber Es ist schon könnte irgendwie. es ja werden, wenn jetzt hier Metaverse sich durchsetzt, alles noch virtuell stattfindet. Nee, das Ding, ja, aber es ist trotzdem nicht das, also es ist nicht das Gleiche. Für mich ja auch nicht, aber es kann ja sein, in 50 Jahren ist es das Ding. Also du kannst ja auch ein Foto von der Mona Lisa dir hier aufhängen, so, dann Ja. hast du, weißt du, dann ist das Gleiche. So. Naja, wenn man sich aber darauf abwichsen will, dass man die Außerdem Mona kommt Lisa. da, soweit ich weiß, auch wieder zum Tragen, dass da die Dings-Chain, die Dings-Chain dahinter steckt. Blockchain. Ja, nee, wir nennen die jetzt die Umweltsau-Chain. Das war eigentlich das Wort, was ich gesucht habe. Die Oma-Chain hätte ich fast gesagt, weil Oma eine Umweltsau Ah ist. ja, jede Oma. So. Und das ist halt alles, das ist alles Schmutz. Sehe ich keine Wir Zukunft. werden sehen. Ich bin auch kritisch, aber vielleicht wird es ja auch was ganz Großes. Mein Bruder ist in seiner Abi-Motto-Woche am Kindheitsheldentag als Ludger Winter gegangen. Super. Gut. Kann man machen. Gut, was man auch machen kann, ist die Woche zu bewerten, Tino. Ich Letzte Woche. fand es heftig. Ich finde, die Zahlen steigen. TV Total, Wetten, dass. Rezzo krank, Weidel Ja, krank. ja. Lockdown für Ungeimpfte in Österreich. Es fängt an. Kimmich in Quarantäne. Dann die Trials für hier Windenhauser oder wie er heißt, Steinhäuser. Rittenhouse. Rittenhouse. Also ich bin schon relativ hoch. Ehrlich Es war für gesagt. mich nicht der eine Brecher dabei, muss ich sagen. Aber man kann das schon mal machen. Wir können, also für eine 7,5 würde ich mitgehen, aber es ist also gut, dieses Travis Scott-Ding halt, aber das war offiziell eigentlich letzte Woche. Das war, glaube Ja. ich, Sonntag oder so. Er bezieht ja rein, da wir ja immer aufnehmen am Samstag oder Freitag. Ja. Also Also willst du eine 8 in der haben? Ich 8 meine, du fände ich hast gut. Geburtstag. Ja, Weißt du, dann machen wir gönne ich da. dir die 8. Dankeschön. Nimm eine 8. Nehmen wir eine 8. Kauf eine 8. Nimm du dich in 8, Ja, tu damit ich. du gesund bleibst oder gesund wirst, was auch deinen Nacken angeht und so. Und wenn du das Ding dann nicht mehr brauchst, kannst du ja dann das als Kondom nehmen. Weiß ich nicht. Ja, kann ich Das machen. habe ich jetzt gesagt, weil Tino hat einen extra langen Hals. Ja, wirklich, hat auch der Arzt gesagt, irgendwie. Ja. Er muss für mich die richtige Krause finden, Ja. weil mein Hals Na, so hast du lang gesagt, ist. das höre ich von den Frauen immer. Nee, Dass warte mein mal. Hals sehr lang ist, ja. Der Rest nicht Auf so. Tinder suche ich die richtige Krause für mich. Eine Krause, die passt. Willst du meine Krause sein? Aber apropos, ich habe zum ersten Mal, das ist eine Instagram-Werbung für mich, ein Nacktbild von mir gepostet. Ich habe Ach, Instagram, ich war gerade auf Instagram. Tinder, ja. Instagram, Tinder nicht. Tinder ist ja Standard. Ja. Nee, aber Instagram habe ich halt ein Bild gepostet, wo ich halt ziemlich nackt aussehe. Man sieht Ziemlich nackt aussehen, man sieht okay. halt mein Gemächt nicht, aber mein Körper ziemlich gut und halt. Und ich habe echt gehadert tagelang. Mache ich es nicht? Und da habe ich Kurt Krömer gesehen auf seinem Instagram-Account, hat das auch gemacht. So, und ich dachte, fuck it, ich mache, was ich will. Auf Cringe and Confidence habe ich mir nochmal angeguckt. Und dann hab ich Posten gemacht. Schön. Also einen Beitrag quasi geplant für um 12, zu meinem Geburtstag, um zu zeigen, hier bin ich, Leute, guckt Hier mich bin an. ich. Warte, was war der Spruch von Dion bei Beauty and the Nerd? Hier bin ich, das ist mein Körper. Fuck it. Oder irgendwie sowas, ne? Hätte ich auch machen können, ja. Whatever. Irgendwie sowas war der Spruch bei Beauty and the Ich habe von Nerd. dir und echt, glaube ich, eine 10-minütige Sprachnachricht bekommen zum Geburtstag. Es war ein eigener Podcast für mich. Schön. Liebe Grüße, Dion, hat Herzallerliebst. mich gefreut. Ja, aber ich finde, weiß Ja, nicht, ich habe dann. mich ein bisschen gesch weil ich dachte erst, ich bin nicht der Typ, der sich nackig macht auf Instagram. Das überlasse ich ja eher bei meinem Falobi so. Aber
Ich dachte, was, wenn jetzt mir alle folgen und das komisch finden. So. Ich war bisher immer so ein bisschen, Okay. der mit Inhalten punkt und ironisch ist, jetzt mache ich mich ja dackig. Ich dachte so, aber ich habe es gemacht und bin stolz drauf. So. Ja, ist ja voll in Ordnung. Ich weiß, was ich direkt mache, wenn du weg bist. Geil. Erstmal auf Instagram gucken. Ich habe ja Lass auch mal da so ein, folgen. ich habe da ja auch so ein Bild gemacht, aber es ist auch schon wieder ein Jahr her oder so. Mit so einem Skateboard im Ja, ich Schritt. erinnere mich, stimmt. Das war aber weniger, hier bin ich, hier ist mein Körper, fuck off, sondern irgendwas Spektakuläres mache, um dieses Board zu präsentieren. Ja. Damit das nicht so, hätte ich nur ein Bild von einem Board gepostet, hätte keinen interessiert wahrscheinlich. Ich hätte Obi fragen sollen, weil man sieht so eine Obi-Kiste im Background, so ein bisschen. Na, Aber naja, zu hättest du auch spät. ein paar Dollar einstreichen können, meinst? Verdammt. Ja, an sich, keine Ahnung, mach doch. Ich find's ehrlich gesagt weirder, wenn man einfach nur ein Selfie von sich postet. Ja, das Das finde ich stimmt. irgendwie weird. Ja. Das ist so gar nicht meins. Also, ja, Also ich ganz habe. komisch Also irgendwie. ich habe es, also ich kenne Menschen, die machen jeden Tag um ein Selfie oder alle 2 und machen immer das gleiche Gesicht und immer so Ja, langweiligen wenn da ein Text. Konzept hintersteht oder das so ein bisschen ironisch ist oder Ja, vielleicht wollte ich auch. gerade sagen, wenn Aber so ich. ein unironisches Selfie, Ja. ich gucke jetzt mal ästhetisch oder so, das ist ganz komisch. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum und solche Sprüche, weißt du? Ja. Wenn ich ein Selfie poste, ist immer noch so ein Spruch dabei, irgendwie ein Gag oder sowas, weißt du? Und dann denke ich mir, das ist doch irgendwie Content, den ich mir auch angucken würde. Guck mal hier. Das ist Wer ja ganz kennt's? vergessen. Der arbeitet ja da an der Quelle. Wer ist denn das? Ja, erkenne ich gerade Das ist nicht. Friedrich. Ah, stimmt. Ja. Schon harter, Alter. Wir waren ganz kurz Kollegen. Ich war ganz kurz der Vorgesetzte. Mal ganz kurz. Gut, mal ganz kurz können wir auch diesen Podcast an dieser Stelle Jetzt ist beenden, vorbei, bevor ja. wir hier zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, Aber stimmt. sehr schön. Tino hat heute eh noch Geburtstag, Leute. Also haltet ihn nicht auf. Die Musik ist eh so laut. Es tut richtig weh jetzt. Aua, aua, aua. Tschüss, danke Bis zum fürs nächsten Zuhören. Mal. Küsschen.